liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung, ich bin CoolPN100, der mit der Zeiten dran. Und wie ihr seht, geht's hier gleich weiter nach dem Ladebildschirm in Metro Last Light. Herzlich willkommen, viel Spaß. Ist keine Sequenz, ich kann mich umgucken, ist ja auch schön. In the past, trains were ordinary things. But now, this monorail seems magic, doesn't it? Our kids won't know how to operate these things. And their kids will probably think this was built by the gods. Auch nicht schlecht. Ja, stimmt. Wenn es dann so weit weg ist, dann... Aber das wäre vielleicht spannend. Ja, liebe Freunde, wir sind wieder zurück in Metro Last Light. Ich habe es gerade schon mal gesagt. Wir sind auf dem Weg mit dieser U-Bahn zu einem Punkt, an dem Khan einen Dark One gesehen haben will. Jo, Taschenlampe hab ich. Ist alles klar. Yeah, we'll need it. Didn't you and my father take the monorail when you went out to fire the missiles at the Dark One's nest? That's a good sign, Rabbit. Maybe we'll have luck with this mission too. Tja, wer weiß. Am besten du führst uns mal sicher zu dem Punkt, an dem wir wollen. Sonst vertraue ich dir erstmal noch gar nicht, weil du bist fremd. Open the gate. I'll cover the passage. Na klar, ich muss es wieder aufmachen. Ist ja sicherlich. Zack, Hebel umgelegt. Na, das geht ja einfach. Great. You did fine after all. Jetzt wäre man nicht sarkastisch hier, Mädchen. Oh. Oh. Oh, das sind Kinder. All clear. Move out. Hier liegen Tote und auch Kinder und so. Interessiert dich nicht, ja? Okay, hier ist anscheinend ein sehr ungemütlicher Part in der Metro. Das ist ja ärgerlich. Ich fühle mich hier nicht wohl, Randa. Ich nenne sie jetzt Randa. Randa! Alright, the map shows a collector entry point ahead. Ja, das ist genau das Ding hier. Oder? Nee. What the hell are you doing? Move, I'm following. Hey, wir können hier was aufsammeln. Zack, zack. Können wir noch was aufsammeln? Get inside. Don't be afraid of a little dirt. Ja, ist ja gut, Mann. Oh. Seht, wir kriegen keine Zeit, uns umzugucken. Aber wenigstens bist du nicht hässlich, Randa. Go right. There's a dead end on the left. Echt? Something alarmed. Stay sharp. Ich will mir das Dead End angucken. Die sagt, hier ist eine Sackgasse, an der Kinder, die sich umarmen. Okay, sie hat nicht gelogen. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Pluspunkt in Sachen Vertrauen. Oh mein Gott, hier. It's so dark down here. Okay, aber die Taschenlampe bringt jetzt auch nicht viel. Die lassen wir mal aus. Shit, that thing's fast. Oh mein Gott, du hast doch ein Snipergewehr. Jetzt mach halt Peng und tot. I don't think we'll run into anything serious here. Great, the ladder. It's just a little more walking. Then we'll see if you're a rabbit or man. Man. All the way through, Randa. Wieso sind da auch schon, sind das Grabsteine und so, sind hier Leute begraben worden, notdürftig? Haben hier in diesem, Gedöns Leute gewohnt? Hey, man kann hier abseits der Wege gehen, das gefällt mir. Hallo? Ich hab doch ein Geräusch gehört, oder? Okay, auf jeden Fall liegt hier was. Liegt hier noch was? Oh mein Gott, der hat Munition! Liegt hier noch einer? Oh, der hat nichts. Wir gucken uns mal diesen Rekord an. Asche, Eintrag 1. Aber vielleicht sind die Schwarzen gar nicht der Grund für das alles. Wir leben in schwierigen Zeiten. Der ganze Orden summt wie ein Bienenstock. Ursprünglich gegründet, um die Metro vor Gefahren zu beschützen, hat er unbeabsichtigt selbst eine Gefahr geschaffen. Als wir die Tunnels der geheimen Militäreinrichtung D6 betraten und das riesige verschlossene Vorratslager fanden, dachten wir, das sei die Rettung der Menschheit. Mit den Unmengen Nahrung und Medikamenten dort, mit dem funktionierenden Reaktor, hätten wir alles definitiv überleben können. Und den Tag erleben können, an dem an der Oberfläche die Strahlung nachlässt und wir nach oben gehen können, um die Erde wieder zu unserer Heimat zu machen. Tja, späte Hoffnung, ne? Ich drücke einen falschen Knopf, ich will die Karte wegstecken, sehr schön. Ja, okay, anscheinend gibt's hier was, was Hoffnung geweckt hat, kurze Zeit. Irgendwie so eine Art Lager mit allen möglichen Sachen. Hey du, du hast echt eine... Put your mask on.
What? Render. Okay, der wäre jetzt echt, der wäre richtig flach, der Spruch. Deswegen bringe ich ihn nicht. Sei mal nicht so eingebildet. Ich muss sagen, die Grafik in sich ist so, hat ein extrem stimmiges Gesamtbild. Ist echt nicht schlecht. Also das braucht sich hinter Crysis 3 auch nicht verstecken, muss ich sagen. Klar, da kann man kleinkariert sein mit gewissen kleinen Effektspielereien, aber so in sich macht es einen extrem guten Eindruck. Give me a hand here. Ja, ja. Du brauchst einen starken Mann, ne? Aber vorher hier so auf jemanden zu tun. Komische Frau. Oh mein Gott, wir sind im Freien. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Let's go to the main entrance. There's a good shooting position there. I can cover a lot of territory. Ist das da vorne der Main Entrance? You're supposed to be immune there. What? Influence? Well, I don't have your gift. So hop along, rabbit. Head on in and look for the creature. I'm thinking that since the Dark Ones are so fond of you, it'll sense you, or smell you, or whatever the fuck they do, and come from hiding. Just try to stay in the open so I can cover. Oh, unsere Maske kann also dreckig werden, ist ja lustig. And if you have second thoughts, don't worry, I'll do it. Okay then, good luck. Schön. Bist eine ganz große. Dann gehen wir einfach. Ach, du kletterst hier jetzt hoch und schnipperst von da oben, oder was? Na, du bist ja echt geil. Das ist ja ein cooler Einfall. Alles klar. Gut, du lässt mich hier unten alleine rumlaufen. Das heißt, du vertraust mir oder du kannst mich nicht leiden. Zwei Alternativen gibt's da bloß. Ich habe eher noch zweiteres im Gefühl. Ist hier jemand? Ich gucke, ob hier abseits der Wege ein paar Items liegen. Es ist ja schon so eine echt bedrückende Atmosphäre einfach. Man fühlt sich hier so allein, man ist umgeben von diesen Trümmern. WTH. Ist hier was in dem Bus? Auch nicht. Wundere ich nicht, wenn ich vergleichsweise ruhig bin. Man dürfte vor allem von Metal Gear Solid anderes. Meine Fresse hat mich. Oh mein Gott, setz die Maske auf! Okay. Ihr werdet vor allen Dingen von Metal Gear Solid was anderes gewöhnt sein, aber hier, dieses Spiel muss ich auch erstmal. Ja, so in mich aufsaugen. Deswegen bin ich dahin wieder mal ruhiger. Und es würde wahrscheinlich auch für euch ein bisschen. Was für ein Ding? I'm working on them. Stirb! Hallo? Holy damn! Stirb endlich! That helm was bad luck. Get ready for more. Another three. Let's do it. Ihr wollt mich aber auch echt ein bisschen veralbern hier, ne? Oh, ich kann immer nicht mehr! Holy shit! Okay, jetzt nehmen wir mal hier ein bisschen die Pumpe, wa? Pumpe! Und wutz! Oh, sorry. Meine Fresse kann der reinhämmern, ey. Okay, die Schnipperin macht einiges für uns. Aber die Pumpgun reißt rein. Finde ich gut. Looks like we pretty much cleaned the place. How are you? Ja, es geht so. Hey, you all right? Hey, Artyom, you're doing a decent job. Maybe you're more than a rabbit after all. There's something at the edge of the crater. A tree is blocking my view. Ich sehe nichts, Mädchen. Was? A tree is blocking her view? Wo ist denn die Edge? Okay, die Viecher sind aber auch nicht zu looten, ne? Oh my god, it looks like. Ich habe keine Ahnung, wonach es aussieht. Hallo? Müssen wir hier rounder? Gucken wir uns mal an. Ne, wir müssen da hoch. Okay. Ich gehe mal hier lang. Komische Frau, die von
von dort aus snipert. Wehe, du siehst mich jetzt nicht mehr. Holy crap, hier liegt einer. Oh mein Gott, neuer Filter, yes! Von da oben, glaube ich, hat man am Ende des ersten Teils die Atomrakete geschossen. Das hier ist das Nest, wo man sie drauf geschossen hat, by the way. I, bist du ekelhaft. I. Okay, bisschen zu groß für meinen Geschmack. Ich würde nicht mehr rausgehen. Door-Glock. What? Okay, ich circle es. Ich kann kriechen. Ich kann kriechen. Es versteckt sich vor uns. Wo ist es? Okay, das ist hier so zum Springen lernen und zum ganzen Steuerungsding. Jetzt verstehe ich das. Ich baue mich hier die ganze Zeit so kirre. Ja, bin schon da. Aber es ist zu schnell. Ich kann nicht! Oh my holy bam. Hey, geht's dir gut? Filter tauschen? Ich tausche mal einen Filter hier. Komisches Vieh, bist du... Komisches Vieh? Mein Gott, ich halte dich fest! Oh, ist mein Commentary scheiße. Aber das Spiel ist so... Ist da? Oh mein Gott, ich sehe... Oh mein Gott. Ah, oh, das hier, das ist die End... Der Endview von Teil 1. Ist das eine Bibel? Das sind die Raketen, die wir verschossen haben. Und die gucken alle, ob die sich jetzt alle oh shit denken oder irgendwie, weil die so eine komische Sprache haben oder so. Ich weiß nicht. Flunsk. Machen wir nochmal Feierabend. Oh, auf jeden Fall ist das das Vieh, was da vor uns ist, Witness gewesen. Hat's überlebt. Reden die Deutsch mit uns oder was? Sind das die Nazis oder wie? Ist ja Herz allerliebst. The creature I met in the burnt out remains of the gardens looks like a dark one. And it was able to enter my mind, dragging the innermost out of me. But it was also just the baby. And I am sure that it recognized me and got scared. It also left me knocked out for some time. Just enough for me to get captured. Meep. Richtig scheiße gelaufen. Ja, genau, wir sind in dem Nest gewesen, haben dieses kleine Dark One-Vieh gesehen. Das ist in unseren Kopf gegangen, wie es die Schwarzen gerne machen. Und hat uns wohl diesen Moment des Abstoßes gezeigt und dass es ein Zeuge davon war. Und jetzt sind wir gefangen genommen worden. Und dadurch, dass der Herr so lieb und nett Guten Morgen gesagt hat, gehe ich mal davon aus, das sind die Bösen. Finden wir heraus, wer sie sind. Tut mir leid, dass ich, wie gesagt, ein bisschen ruhiger bin. Ich würde nicht unbedingt sagen, dass ich daran, dass ich gerade irgendwie schlecht kommentiere, sondern dieses Spiel zieht ordentlich an der Konzentration. Nicht, weil es sehr schwer ist, sondern einfach, weil man so diese ganzen kleinen Details und alles mitkriegen will. Deswegen schweige ich da hin und wieder. Ich hoffe, das passt euch so. Das wird sich schon einspielen. Metro Last Light wird gespielt. Ich bin Korepern 100 mit der zweiten Reihe. Vielen Dank fürs Zusehen. Schaltet doch wieder ein. Ich sag tschüss und bis dann.